als streng vertraulich eingestuft. Jegliche Verbreitung in Auszügen oder in Gänze sowie der enthaltenen Informationen und sonstige Verstöße gegen die Geheimhaltungsrichtlinie B5 Alpha Tango 815 ist strengstens verboten und wird in Einzelfällen mit Freiheitsentzug, im Regelfall aber mit Standgericht bestraft. Die Aufnahmen dokumentieren die Geschehnisse während des letzten Experiments in Testanlage 1 der Xerxes Corporation mit nicht näher definiertem Standort. Das Material wird nach Sichtung im Konzernarchiv abgelegt. Wie im falschen Film. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Wie ich bereits eingangs erwähnte, du befindest dich auf Level 0 des Xerxes Erfahrungs- und Bildungsparks. Bitte betrete nun die Aufzugskammer. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was ich hier mache. Und warum trage ich nur diesen weißen Fetzen? Der Xerxes Utilisations- und Hilfsoverall soll die gemachte Erfahrung vertiefen und dir bei deiner Aufgabe helfen. Außerdem ist er ein allseits beliebtes modisches Accessoire. Und du, Proband 77, hast dich bereit erklärt, den Xerxes Erfahrungs- und Bildungspark für eine Reihe von einfachen Herausforderungen zur Verfügung zu stehen. Ziel derer es ist, mehr über den menschlichen Verstand und seine Problemlösungskapazität in Erfahrung zu bringen. Aber wenn ich mich doch ach so freiwillig gemeldet habe, warum kann ich mich dann an nichts mehr erinnern? Eine gute Frage, Proband 77. Du zeigst, dass du dich aktiv mit deiner aktuellen Situation auseinandersetzt. Und? Proband 77, bitte steige jetzt in den Aufzug. Na schön, aber ich will eine Antwort. Vielen Dank für die Kooperation. Die Entfernung sämtlicher Gedächtnisengramme ist eine wichtige Maßnahme zur Gewährleistung gleicher Ausgangsbedingungen aller teilnehmenden Probanden. Und zu so einem Schwachsinn soll ich mich freiwillig gemeldet haben. Worin bestehen denn die Tests? Wir verwenden lieber den Terminus Herausforderungen, da die Worte Test oder Experiment von vielen Probanden unerwünschterweise mit negativen Assoziationen verbunden werden. Bitte achte nun aufmerksam auf den Bildschirm in der Aufzugsdecke. Ah, wenigstens hat das Ding hier Bordkino. Vielen Dank, dass Sie sich für die Teilnahme am Erfahrungsseminar der Xerxes Corporation gemeldet haben. Mithilfe einiger ausgewählter Herausforderungen soll die Reaktion und die Problemlösekapazität einer repräsentativen Teilnehmergruppe ermittelt und vertieft werden. Ein einfaches Gedankenbeispiel. Nehmen wir an, Ihre Aufgabe besteht darin, in einer vorgegebenen Zeit einen Ausgang zu lokalisieren. Um die Herausforderung zu erhöhen, könnte ein Hindernis den direkten Zugriff blockieren, wie in Abbildung 2 gezeigt. Bitte beachten Sie, dass Hilfsmittel jeder weiterführenden Art, soweit diese für die Herausforderung nicht vorgegeben sind, nicht gestattet sind und nach einer Verwarnung zur Disqualifikation des Probanden führen. Wer
während der Herausforderungen sorgen wir selbstverständlich für Ihre Sicherheit. Bitte achten Sie nur auf Beschilderungen und/oder Ansagen, die Sie auf gegebene Gefahren hinweisen. Oh, wie beruhigend. Kommt da noch irgendwann eine Pointe? Bitte behalten Sie diese einfachen Hinweise zu jeder Zeit im Hinterkopf. Und Sie werden sehen, wie viel Spaß unser Erlebnispark für Sie bereithält. Kommen wir nun zur ersten Herausforderung. Halt, Moment. Ist das hier Disneyland? Wie lang soll der ganze Spaß dauern? Unzureichende Daten. Aber ich bin mir sicher, dass wir beide eine Menge Spaß miteinander haben werden. Irgendwie bereue ich das jetzt schon. Level 1. Spielerisches Lernen. Nichts einfacher als das, oder? Was soll ich tun? Ich meine, das ist ein völlig weißer Raum. Die Herausforderung besteht darin, innerhalb von 5 Minuten, beginnend nach der Einführung, die vor dir aufgebauten Formen den Farben nachzuordnen und in die vorgegebenen Vertiefungen einzusetzen. Diese Anweisung kann zu jeder Zeit wiederholt werden. Diese Bausteine meinst du, das ist ja Kinderkram. Die Aufzugtür auf der gegenüberliegenden Seite wird sich erst wieder öffnen, wenn alle Formen richtig zugeordnet sind. Wo ist der Haken? Unzureichende Daten. Es geht hier um geometrische Formen. Bitte achte auch auf die richtige Reihenfolge der Farben. Ah, jetzt sehe ich's. Du Schlauberger hast gleiche Formen in unterschiedlichen Farben gemischt. Aber wie soll ich die Reihenfolge einer Farbe feststellen? Stimmen Farbe und Form, lässt sich das Element in die Vertiefungen im Boden eindrücken. Na gut, ich gehe davon aus, die 5 Minuten gehen jetzt los. Berichtigung, die 5 Minuten laufen bereits seit 42 Sekunden. Hey, das ist nicht fair. Sagtest du nicht, dass wir erst nach der Erklärung loslegen? Die Anweisung endete vor jetzt 51 Sekunden. Ich empfehle dir, keine weitere Zeit zu vergeuden. Na gut, dann setze ich mal die Steine ein. Dieser sollte hier passen. Irgendwie will er nicht. Ach, Klugscheißer, das geht nicht. Die Funktionsfähigkeit der Herausforderungen wird regelmäßig von einem Expertenteam geprüft. Abweichungen der Parameter sind nicht vorgesehen. Na großartig, das ist ja ein toller Test. Kommt es mir nur so vor oder senkt sich langsam die Decke ab? Gut beobachtet, Proband 77. Das Absenken der Decke soll das Motivationslevel der Probanden stimulieren. Ist das nicht toll? Und das sagst du jetzt? Du hast jetzt noch exakt 3 Minuten und 30 Sekunden, bis die Decke eine Höhe erreicht, die deiner eigenen Höhe in liegendem Zustand entspricht. Du solltest dich etwas beeilen. Ihr würdet mich doch nicht von dem Ding zerquetschen lassen, oder? Oder? Unzureichende Daten. Bitte spezifiziere die Eingabe. Oh, das wird irgendwie immer besser. Dann versuche ich mal diese Farbe. Auch nicht. Ah, die ist es. Da muss es doch ein Muster geben. Halt, Moment. Das Dreieck ist gerade Cyan gewesen. Das hier ist gelb und das rosa. CMYK. Ah, klar. Dann kommt als nächstes dieses Magenta-Rosa. Und jetzt gelb. Ach gut, nächste Form. Gratulation. Damit wäre Form 1 von 3 geschafft. Okay, der Kreis ist grün, blau und rot. Klar, RGB. Also erst rot. Ha, passt. Jetzt grün. Ja, nur etwas geklemmt. Und jetzt, ja, wunderbar. Gratulation abermals. Du hast noch 2 Minuten, 15 Sekunden Zeit. Scherzkeks, ich muss hier schon knien. Gut, das letzte. Ein Viereck. Schwarz, weiß und grau. Schwarz, grau, weiß. Okay, okay, das muss schneller gehen. Noch 2 Minuten, 4 Sekunden. Also erstmal weiß. Nein, dann schwarz. Passt. Jetzt weiß. Ach, klar. Erst grau, dann weiß. So und so. Ha, passt. Geschafft. Puh. Das war doch ganz einfach. Gratulation, Proband 77. Das war gar nicht schlecht für den Anfang.
Du hast zwar präzise 1:35 mit unnötigen Diskussionen vertan, dann warst du allerdings unter den 10 Schnellsten. Und was ist meine Belohnung? Der Xerxes Erfahrungs- und Bildungspark spendiert dir nach Bestehen der Herausforderungen einen Siegeskuchen. Na ganz toll. Bei den Spielshows im Fernsehen gibt's doch immer ein tolles Auto oder ein Vermögen an sonst was. Die Wirtschaftskrise hat auch die Xerxes Corporation zu Sparmaßnahmen veranlasst. Wir bitten dich um Verständnis. Ja, ja. Aber das mit der herabsinkenden Decke war nicht lustig. Sowas solltest du sagen, bevor es anfängt, klar? Wie du eingangs aus dem Orientierungsfilm erfahren hast, sorgen wir für deine Sicherheit während der Herausforderungen. Probanden werden genauestens vorab auf ihre Tauglichkeit geprüft. Ihr hättet mir tatsächlich die Decke auf den Kopf fallen lassen? Es bestand zu keiner Zeit eine akute Gefahr. Du kannst mir vertrauen. Ich bin dein Freund und treuer Begleiter durch die Herausforderungen. Hat man da Worte? Bitte beruhige dich. Unnötiger Stress und/oder Aufregungen können im zunehmenden Alter zu Arterienverstopfung und im späteren Verlauf zu Herzinfarkt oder Versagen führen. Oh, großartig. Die Schwarzwaldklinik hat Ausgang, wie? Selbst wenn ich über derartige Informationen verfügen würde, dürfte ich weder dementieren noch bestätigen, dass die Anlage im Schwarzwald liegt. Ja, ja, schon klar, dass ein Blecheimer wie du keinen Sinn für Humor besitzt. Aufgrund der Spezifikationen meiner Programmierung bin ich nicht Halt die Klappe! Bringen wir es hinter uns. Auf wie viele Herausforderungen darf ich mich noch freuen? Meine Programmparameter erlauben mir keine nähere Auskunft, um die individuellen Herausforderungsergebnisse nicht negativ zu beeinflussen. Vielleicht gebe ich mir ja mehr Mühe, wenn ich es schneller hinter mich bringen will. Level 2. Kaninchen am Zaun. Oh, andere Farbe. Um was geht es jetzt? Ziel dieser Herausforderung ist es, einen Ausgang zu lokalisieren. Um die Problemlösekompetenz etwas herauszufordern, muss ein Drahtlabyrinth durchquert werden. Für die Aufgabe stehen abermals 5 Minuten zur Verfügung. Keine herabsinkenden Decken? Nein, das ist nicht vorgesehen. Die Zeit läuft ab jetzt. Schade eigentlich. Na dann mal los. Etwas höher hättet ihr das Ganze aber schon machen können. Ich passe ja gerade so auf Knien durch. Das Drahtlabyrinth ist flexibel und wird vor jeder Herausforderung individuell an den Probanden angepasst. Dir macht das hier Spaß, oder? Ja, das ist auch eine Sackgasse, verdammt. 4:32. Der Countdown läuft. Ich mach schon so schnell ich kann. Was passiert eigentlich, wenn ich hier nicht schnell genug rauskomme? Das Labyrinth ist flexibel und wird auf 0 gestellt. Auf 0 gestellt? Klingt irgendwie übel. Und die rote Farbe der Wände? Halt, Moment. Es ist keine rote Farbe. Ich kann dir nur empfehlen, rechtzeitig das Labyrinth zu verlassen. Oh, wenn ich hier rauskomme, bist du... Au! Oh Gott! Das Labyrinth ist auch noch elektrisch geladen. Oh, so eine Scheiße! Als kleine Motivationshilfe wurde das Drahtgitter mit 50 Volt aufgeladen. Wir wollten es nicht zu einfach machen. Oh, verdammter Scheißkasten! Ich werde dir jede Diode aus deiner Platine einzeln rausreißen! Es sind jetzt noch 3:37. Du wirst dafür bezahlen. Für so eine Scheiße habe ich mich garantiert nicht freiwillig gemeldet. Sackgasse! Mann! Das ist schon lange
nicht mehr lustig. Du solltest deine Kreativität eher auf Lokalisierung des Ausgangs als auf neue farbige Metaphern konzentrieren. Du hast erst 20% des Labyrinths durchquert. Statistisch betrachtet haben bisher 70% der Testprobanden diesen Test bestanden. Deine Chancen stehen also nicht schlecht. Außerdem bietet der Xerxes Erfahrungs- und Bildungspark allen Teilnehmern ein umfangreiches Versicherungspaket. Darin abgedeckt sind neben physischen Schäden wie Amputation oder Brust auch einige psychische Nebenerscheinungen wie Phantomschmerzen. Du kannst also... Kannst du mal die Klappe halten? Darauf bin ich nicht programmiert. Vielmehr bin ich dein allseits hilfsbereiter Freund und Begleiter durch alle Herausforderungen des Gesetzes, Erfahrungs- und Bildungsparks. Halt verdammt nochmal die Luft an! Das ist... Ah Gott, das hat wehgetan! Für das letzte Drittel des Labyrinths wurde die Spannung auf dem Drahtgitter angehoben. Sie liegt jetzt bei... Lause! Noch etwa 2 Minuten und 2 Sekunden. Halt, da vorne ist eine Lücke. Noch 55 Sekunden. Halt, Moment, eben waren es noch über eine Minute. Sollte ein Schlag sein. Hä? Oh Gott! Ah, da ist die Lücke. Und... Proband 77 hat die Herausforderung unplanmäßig verlassen. Bitte kehre umgehend zurück. Hallo, ist da wer? Kann mich jemand hören? Was? Ich kann doch jemanden hören. Bitte, da muss irgendwo in Ihrer Nähe ein Terminal sein. Damit können Sie mit mir in Verbindung treten. Ich kann Ihnen das Leben retten. Terminal? Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Ach, Gott sei Dank. Ja, ich höre Sie klar und deutlich. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Wer spricht da? Du bist doch nicht auch Teil dieses sadistischen Computers. Gott, nein! Leider haben wir nicht viel Zeit, ehe die Xerxes Corporation ein Signal aufhängt und mich aus dem System sperrt. Kurz zusammengefasst, Sie sind in einer ganz üblen Nummer gelandet. Schätzchen, erzähl mir was Neues. Alles, was wir bisher in Erfahrung bringen konnten, ist, dass die Xerxes Corporation, einer der größten Rüstungsfirmen Amerikas, in diesem streng geheimen Testlabor neuartige Waffen und Abwehrvorrichtungen testen lässt. Und zwar an Menschen wie dir. Goldlocke, das ist nicht wirklich was Neues. Wer bist du überhaupt? Eine Art Untergrund? Mein Name ist Rebecca Langdon. Ich bin Teil einer Sonderabteilung des NSA für Menschenrechte. Dienstnummer 477... Schätzchen, der NSA und Menschenrechte. Ist das ein schlechter Scherz? Was willst du eigentlich von mir? Ich will sie hier rausholen. Und nicht, dass du sie, bin ich ihre einzige Hoffnung. Also sollten sie mir gefälligst zuhören. Jetzt sprichst du meine Sprache, Baby. Okay. Wo geht's lang? Vorher müssen sie aber etwas für mich tun. Oh klar, es gibt immer einen Haken. Nein, das liegt auf ihrem Weg. Sie müssen sich sowieso bis ins 99. Stockwerk vorarbeiten. Das ist ein unterirdischer Komplex. Auf welchem Level sind Sie? So wie sich meine Knochen anfühlen. Au. Ich würde sagen, irgendwo zwischen dem 1. und dem 2. in einer Art Wartungsschacht. Aber sollten Sie das nicht eigentlich wissen? Ich konnte mich nur in das Gebäudesystem ein. Ich habe keine Blaupause. Schätzchen? Hören Sie? Rebecca! Es ist wichtig, dass Sie mir zuhören. Hallo! Ihr Überleben hängt davon ab. Ich kann Sie kaum noch... Trauen Sie niemandem, den Sie hier treffen. Es könnte eine Falle sein. Rebecca, hallo, ich kann Sie kaum noch... Illegale Transmission wurde abgefangen. Proband 77 in Wartungsschacht 2C entdeckt. Rohrreinigung initiieren. Wow, oh, wer hat den Ventilator angelassen? Oh nein, oh Gott, scheiße! Ah, ich kann mich nur noch...